Moin Leute, hier wieder euer Yoshi. Wir spielen heute eine Runde Warframe und ich stelle euch heute mal den Warframe Frost vor. Wir haben befallende Verhindern drin bzw. Behindern drin, damit die langsamer laufen. Konstitution für mehr Fähigkeitsdauer, Vitalität eben, Kontinuität für mehr Fähigkeitsdauer, Verstärken für mehr Fähigkeitsstärke, Strom mit Fähigkeitseffizienz, Fluss für mehr Energie, Ausdehnung für mehr Reichweite und eben Stahlfasern für mehr Rüstung. Also das erklärt sich natürlich alles von selbst. So, jetzt sind wir im Simulacrum und ich würde sagen, da zeige ich euch mal die Fähigkeiten von Frost. Erstmal müssen wir einen Gegner simulieren. Ich würde sagen, wir nehmen einen uralten Unterbrecher. Uralter Unterbrecher. Die erste Fähigkeit, die ich euch zeige, ist Einfrieren. Mit dieser Fähigkeit könnt ihr eben einen Gegner einfrieren, wie es halt der Name schon sagt. Die Fähigkeit macht zwar nicht hohen Schaden, aber ihr könnt damit eben den einfrieren. Das bedeutet so viel wie, er ist wehrlos. Ihr könnt machen, was ihr wollt mit denen. Ja, er wirft mich ruhig erstmal auf den Boden. So ist er eingefroren. Und jetzt kann man ihn schön in Ruhe töten. Das werden wir gleich auch machen. Einmal verfehlt, egal. Schade, verfehlt. So, wie ihr gesehen habt, Gegner kann man damit leicht betäuben, beziehungsweise einfrieren. Sehr gut gegen Bossgegner, aber Bossgegner sind dadurch nicht komplett eingefroren, beziehungsweise wenn sie komplett eingefroren sind, dann nicht für lange, also Dauer. Die zweite Fähigkeit ist Eiswelle. Die Fähigkeit benutze ich auch noch sehr oft als eine sehr gute Fähigkeit. Mit der Fähigkeit könnt ihr Gegner einfrieren, beziehungsweise ihr könnt sie einfrieren, nicht wie bei der ersten Fähigkeit, sondern sie sind sozusagen leicht eingefroren, so dass sie sich nicht so schnell bewegen können. Die Fähigkeit macht zwar ein bisschen mehr Schaden als die erste, aber ist halt nur bei Low-Level Gegner zu gebrauchen. Töten wir den mal eben. Wupp, weg ist er. Die nächste Fähigkeit, die ich euch zeige, ist Eiskugel. Diese Fähigkeit benutzt ihr wirklich sehr oft bei Verteidigungs-, mobile Verteidigung oder Überlebensmissionen, da die Fähigkeit einfach nur ein Muss für jeden hochleveligen Bereich bei Warframe ist. Wenn ihr diese Kugel platziert, sind Gegner eingefroren, die in dieser Kugel sind. Gegner können durch diese Kugel nicht durchschießen, außer ihr habt eine sehr schwache Fähigkeitsstärke. So, da haben wir gesehen, die Kugel sieht so aus. Wie ihr seht, ist der Gegner schon um einiges verlangsamt. Sehr gut eben. Ich würde sagen, da töten wir ihn gleich mal eben. Und halt das Positive an dieser Kugel ist halt, die hat eine hohe Fähigkeitsdauer. Und das komplette Team ist einfach dadurch geschützt. Also die Fähigkeit von Frost ist einfach nur ein Muss für jede Turm 4 Verteidigung, Turm 3 Verteidigungsmission, sogar für Turm 1 oder 2 Verteidigung ist es teilweise Pflicht bei hochleveligen Gegnern, also Stricker Welle 40, 50. Die letzte Fähigkeit, die ich euch zeige, ist Lawine. Lawine ist eine sehr gute Fähigkeit mit relativ hohen Schaden. Ich zeige euch die Fähigkeit aber erstmal in Level 10er Gegnern. Da es einfach nur besser aussieht, beziehungsweise die Gegner eingefroren sind. Das Lustige ist, wenn ihr die im Void einsetzt, sieht man richtig, dass die Gegner eingefroren werden und werden zu Statuen, die einfach nur herumstehen. Gegner, die ihr mit dieser Fähigkeit nicht sofort tötet, werden auch für eine kurze Zeit eingefroren. Das heißt, ihr könnt sie mit eurer Nahkampf, mit eurer Primär- oder mit eurer Sekundärwaffe töten. Das heißt eigentlich eine sehr gute Fähigkeit. Scheiße, jetzt haben wir gar keine Energie mehr, da die ganzen Viecher mir die Energie abgezogen haben. Egal. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Demnächst kommen noch ein paar weitere Warframe-Builds, also haut rein, schaltet das nächste Mal ein und haut rein.